Ja, hey Leute und willkommen zu einem neuen Commentary und zwar BC2. Da habt ihr noch kurz ein bisschen von der vorherigen Runde gesehen, welche eigentlich viel geiler war wie die hier. Leider habe ich es aber nicht aufgenommen. Ja, übrigens kurz noch was, die Hintergrundmusik steht jeweils am Ende des Videos, weil beim letzten Kommentar wurde ich gefragt, wie die Lieder heißen, obwohl ich am Schluss das immer hinschreibe. Also ganz am Schluss stehen die Lieder dann. Nicht blöd fragen, sondern ein bisschen aufpassen. So. Ich habe auch nur kurz Zeit, deshalb habe ich das kurze Gameplay genommen, weil nachher kommt ein Kollege zu mir und dann gibt es hier eine fette, fette, fette Party. Nee, aber ich wollte mal ansprechen, der neue Patch. Von Battlefield 3. Und ja, jetzt denken vielleicht einige, wieso bringt er da nicht ein Battlefield 3 Gameplay? Ganz einfach, ich hatte keins mehr auf Lager und mit dem neuen Patch hasse ich das Spiel mittlerweile schon. Und habe deshalb ein BC2 Gameplay erspielt. Ich zocke jetzt auch das wieder mehr, weil der Patch, ja, hat es mir wirklich versaut. Das Suppression Future da. Das Suppression Future, dass die Unterdrückung extrem stark ist, das ist ja mal richtig bekloppt. Weil, zum Beispiel, man steht mit der Pumpe vor dem Gegner. Und der schießt blind drauf los. Und man ist suppressed. Und man trifft mit der Pumpe nicht mehr. Das ist sowas von unrealistisch. Ich meine, die Streuung der Pumpe ändert sich ja nicht, weil man unterdrückt ist. Und ich meine, wenn das schon ist, könnt ihr euch vorstellen, wie es mit den anderen Waffen abläuft. Und mit meinen Spielweisen kann ich einfach nicht mehr spielen. Weil Snipern geht nicht mehr richtig. Da kann irgendein Volltrottel across der Map mit seiner Pistole theoretisch schießen und wer gewinnt? Natürlich der Typ mit der Pistole, weil ich als Sniper unterdrückt bin und nicht mehr treffen kann. Wenn ihr nicht ganz versteht, was ich meine, geht mal auf den Channel von Max FPS, den kennt ihr bestimmt, weil der hat ein neues Video hochgeladen, wo er das demonstriert, wie die ganzen Streuungen sich verändern und alles, und das ist abartig, vor allem bei der Sniper. Er sagt euch selber, dass die Sniper übelst schlecht geworden sind, theoretisch, und dass die schlecht, also quasi stark erwischt hat. Und obwohl der Max quasi ein Sniper-Hasser ist, also wenn das sogar ein Sniper-Hasser sagt, dann muss da ja wohl was dran sein. Jo. Deshalb, wie gesagt, spiele ich in letzter Zeit wieder mehr BC2 und ja, in dem Spiel regt man sich einfach auch weniger auf. Nur für mich ist ein bisschen das Snipen in BC2 fast unmöglich geworden, weil das liegt aber wahrscheinlich an mir, also an meinem Internet oder so, extrem oft die Treffer nicht erkannt werden. Also man trifft, das Blut spritzt zwar, aber es gibt keinen Hit. Das kennen vielleicht einige, wenn sie BC2 spielen. Und das ist bei mir in letzter Zeit extrem stark, vor allem aus großen Entfernungen. Sprich, ich bin jetzt wieder mehr der Quickscoper. Auch wenn jetzt viele Flame werden, ich weiß, Battlefield ist kein Quickscope-Spiel. Nur für mich ist es fast die einzige Möglichkeit, Sniper zu spielen im Moment. Und naja, es macht eigentlich doch recht Bock, muss ich sagen. Und was ich immer wieder sage, lieber Quickscoper als die Usos benutzen. Oder die Saiga in BC2 jetzt. Weil, ich weiß nicht, das ist einfach. Also da im Nahkampf ist ja der Quickscoper nur gut, wenn er auch trifft. Und da hat man es übrigens gesehen, ich habe den übelst oft getroffen, aber hat keinen Hit gezählt. Der Quickscoper ist ja nur stark, wenn er trifft. Aber hier, zum Beispiel mit der Pumpe, da musst du gar nicht richtig treffen. Okay, der hat hier jetzt die 870er benutzt. Da braucht man selber auch relativ viel Skill, finde ich. Denn die ist nicht wirklich schnell im Schießen. Sprich, man versaut einen Schuss und man hat ein Problem. Also der Gegner ist ein Vollhorst.
Ja, also wie gesagt, ich bin auch nicht wirklich fürs Quickscopen. Vor allem in BF3 nicht. Deshalb spiele ich dort auch nicht auf Hardcore-Servern. Da mache ich zwar im BC2 auch mittlerweile selten, aber trotzdem. So, und jetzt wollte ich noch ansprechen, BC2, wie, ob das noch gespielt wird oder nicht, weil ich das auch öfters mal gefragt werde. Ja, es wird noch gespielt, man findet sich ja auch einen Server, der für einen passt, aber es ist schon stark zurückgegangen, muss man sagen. Zum Beispiel vor allem in Vietnam, im Vietnam DLC, gibt es nur noch so eine Handvoll Server, die auch laufen. Und jetzt kommt hier übrigens eine geile Szene, ich kriege hier Hitmark um Hitmark, aber Kills praktisch keine. Aber naja, kann passieren, vor allem war das auch meistens mein Fehler. Jo, also wie gesagt, es wird weniger gespielt, das stimmt schon, aber es wird noch genug gespielt, dass man jetzt einen Server finden kann. Und wenn ihr jetzt denkt, wegen kaufen oder nicht kaufen, halt, ich würde es holen. Weil für mich ist doch, also, ich spiele lieber BC2 wie jetzt zum Beispiel Call of Duty oder irgendwas in der Art. Hier fail ich übelst. Und dann holt ihn noch der Kollege. Ich hatte Glück, dass niemand gestorben ist, weil ich da verpatzt habe. Aber wie gesagt, also BC2 macht übelst Bock, von mir aus gesehen besseres Spiel wie jedes Call of Duty. Und ja, also ich würde es holen. Ich würde es wirklich holen. Im Origin Store kostet es nur 20 Euro, ich meine, hallo. Das ist weniger als jedes Call of Duty, das im Moment auf dem Markt ist. Außer vielleicht die ganz alten, aber mal ehrlich, wer will die noch kaufen? Also wie gesagt, von mir aus auf jeden Fall könnt ihr es noch holen, auch auf den Konsolen. Das reimt sich sogar. Und ich gebe zu, auf den Konsolen ist zwar noch stärker zurückgegangen, als da geht man öfters in Server, die bald mal leer sind. Muss ich zugeben, das kackt auch ein bisschen an. Jedenfalls ist das bei der PS3, so Xbox kann ich jetzt nicht mitreden. Trotzdem, also man kann trotzdem auch auf der PS spielen. Es geht. Also wenn euch das Spiel anspricht, holt's euch einfach. Es hat noch genug Server, wie gesagt. Das Spiel geht zu Ende mit einem 14:2, also einer 7er KD. Also nicht schlecht. Wenn ihr nochmal an den Anfang des Videos geht, die vorherige Runde war viel besser. Nur wie gesagt, leider konnte ich sie nicht aufnehmen. Oder ich habe sie einfach nicht aufgenommen. Schade. Aber naja. Ja, ich denke mal, das war's. Und ja, schreibt mal eure Meinung zu dem Patch von BF3 und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.